wunderbar zu sein. Sie müssen keinen Sport treiben, können essen, was sie wollen, verlieren aber trotzdem Pfunde. Und das nur mit Hilfe von Abnehmtees und speziellen Cafés. Bestellen kann man sie im Internet, versprochen wird der schnelle Gewichtsverlust. Nur funktioniert das Ganze auch? Wollten wir wissen und haben den Test gemacht, bei dem ganz schnell klar wurde, wer solche Produkte trinkt, bringt sich in Lebensgefahr. Daniel Mundhenke und Andreas Merkel berichten. Sensationell leicht abnehmen, ohne Jojo-Effekt. Und das alles mit Hilfe von angeblich ganz harmlosen und natürlichen Inhaltsstoffen. Mit diesen Versprechungen locken die Hersteller von Schlankheitsprodukten im Internet. Ich warne auf jeden Fall vor dem Konsum von solchen Produkten. Aufgrund der massiven Nebenwirkungen. Welche Nebenwirkungen das genau sind und wie sich manche solche Schlankheitsprodukte andrehen lassen, das haben wir ausprobiert. Für unseren Test bestellen wir im Internet Schlankheitsprodukte, die unglaubliche Diäterfolge versprechen. Je eine Packung Schlankheitstee und Kaffee mit 15 Portionen für jeweils 49,90 Euro. Als die Schlankmacher dann wenige Tage später ankommen, fällt uns sofort auf, dass die Produktbeschreibungen nicht auf Deutsch verfasst sind. Keine Ahnung also, aus welchen Inhaltsstoffen sich Kaffee und Tee genau zusammensetzen. Auf dem Markt in der Bonner Innenstadt wollen wir testen, wie leichtgläubig sich die Menschen von den ominösen Schlankheitsprodukten überzeugen lassen. Kaum haben wir unseren Stand aufgebaut, steht schon eine erste potenzielle Kundin vor uns. Hallo. Hallo. Super Produkt, kann ich nur empfehlen. Also, weiß ich nicht. Ich mache Sport, ich nehme einfach nicht ab und dann kann ich mir das nicht vorstellen, dass ich einfach so viel Tee trinke. Auch unsere nächste Kundin ist anfangs noch skeptisch. Eine Tasse pro Tag. Eine Tasse pro Tag, nee, im Leben nicht. Warum nicht? Ja, also kann ich sagen. Aber wir können es ja mal ausprobieren. Aber hier wird's. Doch, das gibt's. Ja, es zügelt so ein bisschen Appetit, aber ist wie gesagt rein pflanzlich und sie können essen, was sie wollen. Ja, das und können innerhalb von fünf. Trotzdem abnehmen. Trotzdem abnehmen. Ja. Ist doch perfekt, oder? Das ist perfekt. Doch kann man wirklich mit Hilfe von Schlankheitstees und Kaffees abnehmen? Carsten Köhler ist Diplom-Ernährungswissenschaftler an der Sporthochschule Köln. Er hat die Produkte getestet. Sein Urteil: Ja, sie helfen tatsächlich beim Abspecken. Zum einen dadurch, dass der Appetit gehemmt wird, das heißt, ich esse einfach weniger. Zum zweiten fährt der Stoffwechsel hoch, das heißt, der Körper heizt auf, produziert viel Wärme, die natürlich dann auch Energie bedeutet, die der Körper abführt. Das Problem sind eben die massiven Nebenwirkungen. Genau diese Nebenwirkungen schildern viele Konsumenten im Internet. So ungefährlich, wie der Hersteller behauptet, sind die Produkte nämlich eindeutig nicht. Von Blutdruckanstieg, Herzrhythmusstörungen, Schweißausbrüchen und Herzrasen wird hier berichtet. Zurück auf dem Bonner Markt. Die Passanten an unserem Stand ahnen nichts von dem Gesundheitsrisiko. Wie viel kostet so ein Ding? 50 Euro. 50 Euro? Ja, aber ist ja auch ein Abnehmprodukt. Würden Sie es trotzdem ausprobieren, wenn es jetzt günstiger wäre? Ich sag mal, für 20 Euro würde ich es ausprobieren. Also geht es jetzt nur um den Preis? Oder? Ja. Also sonst hätten Sie aber keine Bedenken? Ich würde es ja ausprobieren, aber 50 Euro ist teuer. Okay. Und auch die nächsten beiden Passantinnen hält nur der Preis vom Kauf ab. Also jetzt mal abgesehen vom Preis, dass sich das ein bisschen zu teuer ist, würdet ihr es aber kaufen? Ja, doch, also zumindest zu versuchen. Zum Abnehmen auf jeden Fall. Wenn es ums Abnehmen geht, scheinen alle Bedenken verflogen. Unser Experte hat die Produkte chemisch analysiert. Sowohl im Kaffee als auch im Tee konnte er unter anderem den Wirkstoff Sibutramin nachweisen. Ein lebensgefährlicher Appetitzügler aus dem Bereich der Psychopharmaka. Sibutramin ist in Deutschland nicht zugelassen. Das heißt, es darf nicht verkauft werden. Das betrifft auch Produkte, die Sibutramin enthalten. In dem Sinne ist das Ganze natürlich illegal. In Italien sind zwischen 2000 und 2003 insgesamt 56 Todesfälle aufgetreten, die direkt mit Sibutramin in Verbindung gebracht wurden, sodass das also im schlimmsten Fall tatsächlich auch tödlich enden kann. Wir haben die lebensgefährlichen Schlankheitsprodukte natürlich nicht verkauft, sondern die Passanten sofort über die Gefahren und Gesundheitsrisiken aufgeklärt. Wenn da irgendwas steht mit Gesundheit und wirklich, dass das ein Gesundheitstee ist, dann gehe ich auch davon aus, dass es vorher irgendwo getestet wurde und dass da wirklich dann keine großartigen Nebenwirkungen da sind. Ja. Total gefährlich. Richtig. So was dürfen Sie überhaupt nicht verkaufen. Verkaufe ich auch nicht. Ja. Sehen Sie, ich mache ja nur darauf aufmerksam. Okay. Sie wollen es jetzt auch kaufen. Ja. Sie haben gesagt, bei einem deutlich niedrigeren genau. Preis. Genau, aber Sie haben mich nicht gefragt, was da wirklich für Nebenwirkungen zum Beispiel drin sind und so. Deswegen habe ich ja gesagt, ich würde erstmal noch im Internet nachgucken. Steht nichts drin über Nebenwirkungen. Sage ich Ihnen gleich dazu, können Sie nachgucken. Hätte ich dann gesehen.
Unser Fazit: Schlankheitsprodukte aus dem Internet können sehr gefährliche Wirkstoffe beinhalten. Daher unser Tipp: Bevor Sie ein Präparat einnehmen, das Sie nicht einschätzen können, sollten Sie auf jeden Fall mit Ihrem Hausarzt über mögliche Gefahren und Nebenwirkungen sprechen. Und gleich erfahren Sie mehr über diese Themen.